Die Waffenlobbys in Deutschland. Das Endgame hat begonnen. Die Trennung ist vollzogen. Wir haben nunmehr zwei Lobbyistenverbände, die beide zumindest offiziell die Interessen der Waffenbesitzer in Deutschland vertreten. Das FWR und den VDB. Dear English-speaking audience, this is again a video about the gun laws in Germany, specifically about the lobby groups that are currently fighting each other. If you are interested in this, you can use the CC feature and activate the auto translation. Otherwise, thanks and bye-bye. Okay, zurück zum Thema. FWR gegen VDB. Diese beiden Verbände unterscheiden sich wie Tag und Nacht, haben aber bisher zumindest offiziell zusammengearbeitet. Der VDB war nämlich seit der Gründung vor 26 Jahren Vorstandsmitglied im FWR. Das hat sich nun geändert. Das FWR hat den VDB rausgeworfen und die Schlacht um die Lobbymacht in Deutschland entbrennt. Let's get ready to rumble! In der linken Ecke haben wir das FWR. Nach eigenen Angaben steht das Kürzel für Forum Waffenrecht. Ein Zusammenschluss von einzelnen Verbänden aus dem Sport, dem Handel und der Industrie. Ich nenne das FWR aber Fäsers willige Raffzähne, was ich gleich noch umfangreich begründen werde. In der rechten Ecke, da haben wir den VDB, Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenhändler, der mit ca. 1.800 Vollmitgliedern und ca. 15.000 Fördermitgliedern eine beachtliche Reichweite und Finanzkraft aufweisen kann. Stellen wir die Kontrahenten mal genauer vor. Das FWR wurde vor 26 Jahren gegründet. Tonangebend war und ist der Skisportverband BDS, Bund Deutscher Sportschützen. Der Chef des BDS, Herr Friedrich Geppert, ist rein zufällig nämlich auch der Chef des FWR. Zufall, ne? Offiziell kämpft das FWR gegen Waffenrechtsverschärfungen, aber in der Realität sieht das ganz anders aus. Eigentlich kämpft man für das eigene Portemonnaie, nichts weiter. Der BDS finanziert sich allein aus den Mitgliedsbeiträgen der Schützenvereine. Je mehr Leute in den Schützenverein eintreten, umso mehr Geld verdient der BDS. Warum treten die Leute in den Verein ein? Naja, um eine eigene Waffe kaufen zu dürfen. Kein Verein, keine WBK. So einfach ist das bei uns. Deshalb will das FWR und der BDS eigentlich gar keine erlaubnisfreien Waffen in Deutschland. Ganz bewusst vertritt das FWR nur die Legalwaffenbesitzer, also Schützen und Jäger. Es liegt im gemeinsamen Interesse von Fäser und dem FWR, freie Waffen entweder zu verbieten oder zumindest erlaubnispflichtig zu machen. Schluss mit den freien Armbrüsten, Schreckschusswaffen und Luftgewehren. Fäser will das aus politischen Gründen, nämlich die Entwaffnung der Bevölkerung. Das FWR aus finanziellen Gründen. Mehr Vereinsmitglieder, gleich mehr Kohle. Das System funktioniert. Von 1000 Deutschen sind 18 Personen Mitglied in einem Schützenverein. Ganz schön viel. Von 1000 Österreichern dagegen nur 3. Faktor 6. Woran das liegt? Nun, in Österreich muss man kein Schütze sein, um eine Waffe kaufen zu dürfen. Eine weiße Weste reicht. Hätten wir in Deutschland dasselbe Waffengesetz wie in Österreich, dann hätte der BDS nur 15.000 Mitglieder und keine 90.000. Na, überlegt mal, was das in Geld bedeutet. Deshalb ist der BDS und somit auch das FWR daran interessiert, Schluss mit allen erlaubnisfreien Waffen zu machen. Man liegt mit Fäser auf einer Linie. Tolle Interessensvertretung, oder? Der VDB dagegen steht für die Interessen des Waffenhandels. Da sieht's ganz anders aus. Je weniger Erlaubnispflichten, umso mehr Geld kann der Waffenhandel verdienen. Der VDB will deshalb alle unnötigen Verbote und Schikanen aus dem Waffengesetz entfernen. Die Kampagne Next Generation hat jüngst 20 wirklich hammerharte Forderungen aufgestellt und umfangreich begründet. Gefordert wird zum Beispiel der Entfall der Bedürfnispflicht für Langwaffen. Ja, man dürfte also eine Winchester, ein Jagdgewehr oder auch eine Schrotflinte kaufen, wenn man unbescholten ist und einen Sachkundekurs besucht hat. Kein Schützenverein mehr. So wie vor 50 Jahren in Deutschland und so wie das in Österreich immer noch ist. Ist ja auch nicht Wildwest in Österreich heute, oder? Ich habe euch den Link zu den Forderungen in die Textbeschreibung gestellt. Ist interessant, solltet ihr euch mal durchlesen. Das FWR ist aber natürlich entsetzt über diese Forderungen. Noch mehr über die aggressive Vorgehensweise des VDB.
denn die sind so gar nicht friedlich. Massenbriefaktionen überschwemmen die Büros der Anti-Waffen-Politiker, Petitionen fluten über die Politik herein. Und das wirkt. Ja, und so richtig. Der VdB hat bereits zum Ende der Seehofer-Ära zum Leidwesen des Spiegels eine Verschärfung des Waffengesetzes seinerzeit verhindert. Und auch den nun schon ein Jahr alten Vorstoß von Nancy, abgeschmettert. Die Presse bezeichnet den VdB als mächtig und gefürchtet. Ich liebe das. Kein Witz, das geht runter wie Öl. Das FWR sieht im Vergleich dazu natürlich umso armseliger aus. Ein zahnloser Tiger, der seine Milch aus dem Schälchen seiner Herrin schlabbert und eigentlich nur schlafen will. Der Störenfried VdB wurde deshalb achtkantig rausgeworfen. Möge er nie wieder die Ruhe im Thronsaal seiner Herrin gefährden. Also, liebe Freunde, das Endgame ist entbrannt und ich muss euch nun bitten, wählt eure Seite. Seid ihr Team FWR? Wollt alle Waffen erlaubnispflichtig machen und Nancy Faesers Speichel lecken? Oder wollt ihr Seite an Seite mit uns Waffenhändlern für ein freies, faires und ausgewogenes Waffenrecht kämpfen? Ich jedenfalls habe mein Team gewählt und unterstütze den VdB. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann bitte ich euch um diese Dinge. Erstens, tretet in den VdB als Fördermitglied ein. 3 Euro pro Monat. Das ist nicht viel für den Erhalt eurer Freiheit, oder? Link im Text. Solltet ihr Mitglied im FWR sein, tretet aus, sofort. Auch wenn ihr lebenslanges Mitglied seid, es gibt dann zwar kein Geld zurück, aber die Symbolkraft, die ist dann umso deutlicher. Schreibt dem lieben Herrn Geppert und dem FWR eine E-Mail. Die Adressen stehen unten. Teilt ihm eure Meinung mit, gern auch deutlich. Aber bitte keine Beleidigung und erst recht keine Drohung, das ist schlechter Stil. Last but least, verbreitet dieses Video. Ich hab's in die Public Domain gestellt. Ihr könnt es runterladen und nach Herzenslust verwursten, wie ihr wollt. Also, auf in den Kampf für die Freiheit. Thanks and bye bye.